Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 15 im Saisonmodus mit den Hamburg Freezers hier bei Because Gaming's Fun. Wir haben heute das fünfte Viertelfinalspiel vor uns. Hamburg Freezers gegen Thomas Sabo Ice Tigers. Ja, bisher steht es 3-1 in der Serie. Können heute also den Halbfinaleinzug festmachen. Ganz so gut sieht es bei den Freezers in der richtigen Liga leider nicht aus. Da konnten die Düsseldorfer am Dienstag die Serie wieder ausgleichen. Huiuiui, die, hier, ne? Wisst ihr Bescheid? Die Nürnberger sind ein bisschen gebeutelt. Vor allem, dass Patrick Reimer fehlt, ist schmerzlich, würde ich behaupten. Mal sehen, ob wir da Kapital draus schlagen können. Würde ich sagen, wir gehen direkt rein ins Spiel. Gut, müssen natürlich erstmal laden. Ja, ne, wie gesagt, es steht 2-2 in der Serie Hamburg-Düsseldorf am Freitag. Also heute ist das fünfte Spiel. Wir hoffen alle natürlich, dass die Hamburger mit 3-2 die Serie wieder die Führung übernehmen. Und dann gegebenenfalls am Sonntag in Düsseldorf schon den Halbfinaleinzug klar machen. Denn ein Spiel 7 möchte eigentlich keiner. Also ich zumindest nicht so wirklich. Das wäre nichts für meine Nerven, glaube ich. Aber wenn es natürlich so kommen sollte, werde ich da natürlich vor Ort sein. Hauptsache natürlich nur, wir verlieren jetzt nicht zwei Spiele an Folge, in Folge, sodass die Düsseldorfer jetzt das 2-3 und 2-4 machen. Das wäre ein ziemlicher GAU. Und wünscht sich hier einfach keiner, der Hamburger. Aber wir lassen uns heute alle überraschen. Aber die Heimstärke ist ja eigentlich auch ein Zeichen dieser Serie. Beide Teams gewinnen ihre Heimspiele. Von daher bin ich da jetzt nicht komplett negativ eingestellt. Wow! Was war das denn? Ein richtig geiles Tor war das. Phil Dupuis, nee, doch, Phil Dupuis schießt aus dem Slot. Oppenheimer an den Stock ran und von da geht das Ding rein ins Tor. Richtig schönes Tor. Oh, geil. Oppenheimer muss nur die Kelle hinhalten und da ist das Ding drin. Sowas sehen wir doch gerne. Das sind richtige Zuckertore. So. Ah, schade. Caron bleibt doppelter Sieger gegen Reintracht. So, Garrett Festerling übernimmt den Puck, spielt ihn zu Flake, der hat Probleme, den anzunehmen. Von daher wieder in der Verteidigung jetzt die Freezer. Oh. Und die Düsseldorfer mit dem Ausgleich. Durch Talender, glaube ich. Talender oder sowas. Mäh. Ja, Talender ohne Assist. 1-1. Yay. Freude. Nicht. Alter. So weit kann man auch mal eine Behinderung geben. Aber dafür revanchieren wir uns natürlich schnell wieder. Unser Spieler ging da gerade benommen vom Eis runter. Ey, da wollte ich gerade den Puck spielen. Ah, ich glaube, Garrett Festerling ging da benommen vom Eis runter. Das wäre ziemlich ärgerlich. Oh. Kommt der Pass zu Clark nicht an. Stattdessen da ein schöner Pass auf Elitz, wenn ich mich nicht verguckt habe. Doch, ich habe mich verguckt. Die 35 ist nicht Elitz. Gut gestört von Brett Festerling. Morten Madsen auf, Marty Sertic. Sertic rein ins Angriffsdrittel. Sertic kurft ein wenig rum.
weil er nicht so wirklich weiß, was er machen soll. Nein! Und dann kommt der verschenkte Puck. So, Surtage geht wieder hinterher, versucht den Puck zurückzugewinnen. Dem gelingt das aber nicht so wirklich. Brad Festerling jetzt da vergeigt den Check. Guter Save von Caronda. Brad Festerling auf Nico Krämer. Krämer! Oh, schade. Ah, Stick von Brad Festerling bricht beim Schussversuch. Okay, nochmal wieder Nico Krämer mit einer Menge Geschwindigkeit. Mit einer ganzen Menge Geschwindigkeit. Fast zu schnell für Jochen Reimer. Leider nur fast. Ja. Ganz genau. Sowas ist keine Torwartbehinderung. Merkt ihr selbst, Leute. 1:1 nach dem ersten Drittel. Machst du nichts. So, Garrett Festerling kann scheinbar weiterspielen, das freut uns alle. Bringt dann direkt für einen guten Schuss an. Christoph Schubert lässt sich da ein bisschen lumpen. Aber Garrett Festerling holt sich den Puck da. Es gibt eine Strafe. Powerplay für uns. Haken. Sehr gut. Dann wollen wir das doch mal nutzen. Hoffe ich mal. Guter erster Versuch eigentlich schon mal. Christoph Schubert. Aber zu unplatziert der Schuss da für Jochen Reimer. Huch. Ganz genau so. Was macht ihr denn da für Pässe? Wollt ihr mich veräppeln? Ja, super. Jetzt kommt Elitz hier noch zu einer Chance. In Unterzahl. Das sind natürlich Dinge, die wir nicht sehen wollen. So, jetzt Schubert auf Madsen. Morten Madsen. Ja, irgendwie. Oh mein Gott, Phil Tui, nur an den Pfosten. Na, schöne Vorarbeit von Christoph Schubert da. Muss man ja mal so sagen. Aroa haut einfach mal drauf da. Brad Festerling. Hat da Glück. Nee. Boah, verliert er den Puck. Holt ihn sich aber wieder. Aber das Ding wird erstmal abgepfiffen. Das Ding, ich denke mal, das könnte Torraum abseits durch Clark gewesen sein. Flake. Obwohl, ich weiß nicht. Flake fällt ab. Jochen Reimer kann den nicht festhalten. Der fliegt gegen den Kopf. Kehle irgendwas von Clark. Und das Tor wird gegeben. Kurioses Tor. Was zum Teufel, Leute. Erstes Playoff-Tor von Kevin Clark. 2:1 Führung damit. Vorlage von Jerome Flake und Garrett Festerling. So wollen wir das sehen. Da haben wir Marius Möchel, alter Hamburger. Dem geben wir erstmal ein kleines Geschenk mit. So, und Sam Klaassen leitet den Konter ein. Geht rein ins Angriffsdrill. Spielt zu Kevin Schmidt. Dem sein Schuss kommt allerdings nicht durch. Boah, Surtage kriegt da richtig schön einen mit. Dafür revanchiert sich aber Flake direkt einmal. Denn sowas lassen wir uns hier nicht mit unseren Hamburger Jungs machen. Allerdings, jetzt ins Abseits. Auch ein bisschen kampfbetontes Spiel, würde ich behaupten hier mal. So, Flake.
Festerling, meine Güte. So einen kann man aber auch mal machen. Red Festerling, Auflage. Und da war er dann zu sehr auf den Gegner fokussiert. Hallo. Dankeschön. Schwellkaran. Mal wieder der Arschredder hier. Das war ein schlechter Pass zu Pettinger. Cabana, das war eine ganz klare Behinderung. Hindern Sie ihn hier am Weiterlaufen. Red Festerling versucht es da einfach mal. Nico Krämer vor dem Tor. Verzieht er dann aber doch ein wenig. So, Julian Jakobsen holt sich den Puck da. Lässt sich gar nicht aus der Ruhe bringen. Jakobsen da auf Freddy Cabana. Freddy Cabana reinhaut drauf. Und das war fast gefährlich gegen Jochen Reimer da. So, Krämer hilft da hinten aus. Da hat sich Caron aber irgendwie ordentlich verladen lassen. Möchel musste dann nur noch ins leere Tor einschieben. Und damit steht es wieder 2 zu 2. Was ist denn da los, Leute? So, ja, ganz genau so sollte der Pass kommen. Ist jetzt natürlich nicht verkehrt, dass er so kam. Der das gibt einen Check. Das gibt eine große Strafe. Ach komm, das ist doch so lächerlich. Ihr seid so lächerlich. Ihr seid so lächerlich. Ihr seid so lächerlich. Das war jetzt nie im Leben eine 5-Minuten-Strafe. Kannst mir erzählen, was du willst. Oh ja, genau, da waren sie noch das Tor. Ihr willst mich verarschen. 0,8 Sekunden vom Ende des zweiten Drittels gehen die Nürnberger mit 3 zu 2 in Führung. Da es eine große Strafe ist, bleibt diese natürlich erhalten. Ja, zweites Drittel rum, 3-2 Nürnberg. Wir noch 3,5 oder 4 Minuten in Unterzahl. 4,5 Minuten sogar noch. Puh. Ja, ne? Wird schwierig. So, das Beste, was wir machen können, ist jetzt einfach ein bisschen die Uhr runterspielen. Weil ich denke mal, jetzt in Unterzahl werden wir sowieso nicht so sonderlich viel reißen können. Ja, Puck erstmal wieder rausgebracht. Das ist sehr schön. Das sind die Aktionen, die wir sehen wollen hier in Unterzahl. So. Red Festerling auf Phil Dupuis noch. Ja, genau so wollte ich das machen. Nicht. So, Ryan Precht ist ja schon wieder auf dem Weg nach vorne. Oh. So, noch 2 Minuten 20 Unterzahl. Julian Jakobsen tänzelt ein wenig umher. Jochen Reimer hat den aber sicher. Ja. Uncool. Fuck. Meine Güte, hört mit euren Kackpass-Staffetten auf. Ich mag die. Ey! Ach, das ist doch schon wieder so ein schlechter Witz. So, Westcott prügelt das Ding raus. Reimer lässt das Ding liegen. Aber Pettinger kann nicht genug Druck aufbauen. So, Schubert haut das Ding wieder weg. Oh, da hätte Dupuis beinahe den mitnehmen können. Ach, und da gibt es die nächste Strafe für. Na, nochmal 5 Minuten. Das ist ja ein schlechter Witz. 5 gegen 3 jetzt für 49 Sekunden.
Gab wohl wieder einen Bandencheck. So, raus damit. Jetzt spielen wir überhaupt nicht mehr, jetzt hauen wir nur noch raus. Wir versuchen es zumindest. Oh nein. Oh nein. Oh scheiße, Schmidt hat da jetzt gar keinen Stock, um zu unterstützen. So, noch 49 Sekunden Unterzahl. Brad Festerling mit da einem ganz weiten Schuss. Hat Jochen Reimer sogar kleine Probleme mit. Da gibt es jetzt aber eine Strafe gegen die Nürnberger. Na, komm, da passt zu Clark nicht durch. Aber egal, 2 Minuten Überzahl jetzt für uns. Hey, hey, gib's mal ein bisschen Stille. Dankeschön. So, Clark drin im Angriffsdribbel. Und jetzt haben wir ganz viel Zeit. Ja, Christoph Schubert sucht aber den schnellen Abschluss. Nein! Oh mein Gott. Das hätte so ein schöner Angriff werden können. So ein schöner Schuss von Garrett Festerling. Aber nein. Sag mal, könnt ihr jetzt mal irgendwie eine Powerplay-Aufstellung suchen? Dankeschön. Da ist das Powerplay auch schon fast wieder rum. Wie haben wir das denn so schnell rumgekommen? Machen wir es doch wieder mit der Brechstange. Oh, schade. So, Nico Krämer behält den Puck drin. So mehr oder weniger. Jetzt ist er nämlich raus. Jetzt laufen wir hart in den Konter rein. Jetzt heißt es Hoffen auf Caron und er bleibt Sieger hier gegen Steven Reimprecht. So, jetzt brauchen wir schnell den Puck. Ach, das ist doch wohl langsam ein Witz. Wie sich die Leute fallen lassen da von den Nürnbergern. So, wie wär's jetzt mal, wenn du uns einen Puck gibst? Wow. Guck mal, der hält mich sogar fest hier. Alter, ich krieg den Puck nicht. Was ist da los? Oh, das ist cool. Ja, 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 genau. Wechsel nicht zum richtigen Spieler. Warum auch? So, danke. Oh, jetzt wird's aber doch schon eng. 2 Minuten Strafe, 6:51 noch. Das heißt, bei 4:51 bleiben wir stehen, wenn alles gut geht. Ah, es wird nicht einfach. Aber Kevin Clark da jetzt. Oh, hat die Chance auf den Break in Unterzahl. Nutzt den aber nicht. Da ließ sich der Goalie nicht verladen. So, wir nutzen natürlich die Chance wieder direkt für den Angriff. In einfacher Unterzahl kann man das mal machen. Ah, da wurde Sertage irgendwie aufgehalten. Da kam der Pass nicht an. Oh, gewaltiger Check da von Brad Festerling. Und nochmal wieder die Break-Chance hier. Im One-on-One. Oh, schon wieder nicht. Die One-on-Ones, wa? Die werden uns irgendwann noch das Genick brechen. Okay, das war jetzt schlecht. Das war jetzt ganz schlecht.
Genau. Erstmal raus damit. Aber jetzt Matt Pettinger im One-on-One gegen Jochen Reimer erfolgreich. Tunnelt ihn da. 3:3 in 2 Minuten 48 vor Spielende. Nach schöner Vorarbeit von weiß ich gar nicht wem. Juroa war es, glaube ich. Zack, da schieben wir durch die Schoner durch. Klasse. So. Matt Pettinger jetzt. Mehr ist wieder drin im Angriffsdrittel. Da kommt der Pass zu Flake nicht an. Letzte Spielminute läuft. 3:3 der Spielstand. Müssen wir mal gucken, was da jetzt draus wird. Hallo. Hallo. So, Caron hat den sicher. Oh. So, Flake auf Pettinger. Flake geht leider wechseln. Oh, da kommt der Pass von Pettinger zu Westcott nicht an. Aber Kevin Clark sitzt nach und sein Pass geht ins absolute Nichts. Absolute gar nichts. Nein, 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 nein. Clarks Schuss verfehlt sein Ziel. 3:3 nach der regulären Spielzeit heißt, hier geht's in die Overtime. Die Nürnberger halten sich mit Händen und Füßen im Spiel. Im Viertelfinale. Hoffen wir mal, dass wir uns jetzt durchsetzen können. Festerling kommt dann nicht zum Schuss. Ordentlicher, gewaltiger Check von Schubert gegen Ryan Precht. Festerling jetzt auf Pettinger. Pettinger rüber auf Festerling. Flake. Reimer hat ihn unter sich begraben. Ah, schade, 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 schade. Schokolade, ne? Oh, das war nicht so gut. Jakobsen spielt in der Reihe jetzt weg. Wer hat sich verletzt? Jakobsen spielt doch normalerweise nicht in der Reihe. Phil Dupuis mit einem guten Schuss. Aber auch den hält Köpfert wieder. Flake, Pettinger. Oh. Jetzt macht doch das Ding hier rein. Ist doch nur noch eine Farce. Schon wieder Pettinger. Oh. Und da spielst du dann auf einmal weiter. Ja. So, da haben wir Möchel noch nett einen mitgegeben. Oh, Brad Festerling mit einem ganz gefährlichen Schuss. Nochmal Brad Festerling, der war abgefälscht und geht leicht am Langpfosten vorbei. So, da ist Schubert, unser Abräumer. Der fehlt jetzt natürlich hinten. Durch den Vorcheck da gerade. Aber Brad Festerling regelt das ganz alleine hier. Yeah. Julian Jakobsen jetzt rein ins Angriffsdrittel. Spielt rüber zu Phil Dupuis. Der. Ja, weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so ganz, wo ich hinspielen soll. Darum spielen wir erstmal zurück ins eigene Verteidigungsdrittel. Warum auch nicht, ne? So, Mathieu Roy. Mathieu Roy. Mathieu Roy. Mathieu Roy. Und immer noch der Roy. Jetzt immer noch Roa. Und jetzt ist der Puck. Nee, der Puck ist immer noch bei Roa. Ach du Pui, was war das denn? Das war ein Stockschlag.
Das war ein eiskalter Stockschlag und das sieht keiner. Das finde ich jetzt mal richtig. Was ist da los? Oh, Mitchell gegen Jochen Reimer. Kommt da nicht vorbei. Nein, da habe ich nicht damit gerechnet, dass ich an den Punkt komme. Ich wollte eigentlich schon den Spieler wechseln. Da komme ich aber an den Puck und passe, anstatt die Chance zu nutzen, zu schießen. Avengers Pass zu Flake kommt nicht ordentlich an. Oh! Alles klar. Alles klar. Caron ist hier wieder sicherer Rückhalt. Number one. Nico Krämer kommt da jetzt rüber. Auf Jakobsen! Und der macht das Ding mit einem frechen Lupfer. 1:31 vor Ende der ersten Overtime. Besiegelt Julian Jakobsen den Halbfinaleinzug der Hamburg Freezers. Oh, geil. Geil, geil, geil. So, sehr schön. Dann wollen wir doch gleich mal gucken, wer unser Gegner wird. Ich habe nämlich so absolut keine Ahnung. Meine Güte, lädt er jetzt schon wieder lange hier. Ah, da haben wir es. So, da sind wir noch in der Runde drin. Da ist vorbei. Adler Mannheim. Die Adler aus Mannheim werden... Ah, unser Gegner, das ist übel. Das sind schwierige Gegner. Schauen wir mal, wer ist denn überhaupt noch da? Köln, Wolfsburg, Hamburg und Mannheim. Ha. Also mal ein starkes Stück, du. Kölner haben sich gegen die Eisbären durchgesetzt. Wolfsburg gegen Ingolstadt, Hamburg gegen Nürnberg haben wir ja gesehen. Und Mannheim gegen München. Köln hat dafür alle 7 Spiele gebraucht. Mannheim hat 6 Spiele gebraucht. Von daher könnten wir eventuell darauf hoffen, dass die ein bisschen müder sind als wir. Werden wir das sehen? Ja. Na gut, Leute. Ich würde dann sagen, wir sehen uns zum ersten Spieltag des Halbfinals wieder. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Haut rein. Bis die Tage. Ciao.